Yo Leute, was geht ab? Hier ist Aki am Start, aka der Bartmann. Heute bin ich hier im schönen Wolfsburg und mache einen Barbercheck für euch. Und zwar bin ich heute hier bei Joe's Barbershop in Wolfsburg, Fallersleben und schau mal, was die Damen und Herren so drauf haben, Leute. Folgt mir mit rein. Shop am 12. Mai diesen Jahres eröffnet. Die Philosophie ist, einen Wallfahrtsort für Männer zu schaffen. Einen Ort, wo Männer alles das kriegen, was sie nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen. Das ist eigentlich so unser Oberbegriff zu unserer Geschäftsphilosophie. Den Shop eröffnet haben oder wir unseren Freunden erzählt haben, dass wir einen Barbershop aufmachen, war so die erste Reaktion, ob das in Wolfsburg funktioniert. Aber wir haben aufgemacht und vom ersten Tag an waren alle Bartträger dieser Stadt, glaube ich, hier vereint gewesen. Und es gibt eine sehr große Bartträgergemeinschaft und auch einen sehr, sehr hohen Bedarf daran, eine gute Dienstleistung oder eine Bartdienstleistung eben abzufragen. Also es war schon erstaunlich. Da ich in meinem vorherigen Beruf einfach viel in der Friseurbranche unterwegs gewesen bin, habe ich halt gesehen, wie dieser Markt gewachsen ist und wie immer mehr Barbershops aus dem Boden gestampft worden sind. Und mich hat die Szene fasziniert und dann habe ich meiner Frau halt mitgeteilt, dass ich Bock habe, einen Barbershop aufzumachen. Und so ist die Idee entstanden. Die Entscheidung kam relativ kurzfristig. Der Gedanke, glaube ich, schwelte schon etwas länger in mir. Wir bieten auch für Männer professionelles Waxing an, damit sie eben nicht in diese klassischen rosanen Kosmetikstudios gehen müssen. Die Produkte kommen sehr gut an. Bis jetzt waren alle begeistert, die überhaupt hier reingekommen sind, auch wegen der Breite der Auswahl der Produkte. Und wir sind auch bemüht, das Angebot ständig zu erneuern. Jeder Kunde bekommt bei uns einen Kaffee, wenn er möchte ein Bier, kann gerne auch einen Whisky trinken, hinten in der Raucherlounge. Was wir auch bemüht sind, durchzuziehen, sind einmal im Monat speziell Aktionen für Kunden. Sei es ein Messerabend oder ein Gin-Tasting oder ja, was man da alles so noch machen kann. Frauen sind bei uns natürlich auch gerne willkommen, denn sie können ja für ihre Männer gerne Geschenke kaufen. Im Moment sind es 3 Barbiere, 2 männlich, 1 weiblich. Wir sind aber leider gezwungen, einen neuen zu suchen, da Christian neue Wege geht, einen neuen Job hat. Also wer gerne möchte, einfach bei uns melden. Und es wird auch bei 3 bleiben. Wir haben leider keine Möglichkeit, noch weitere Stühle mit einzubauen. Die Einrichtung war mehr oder weniger Zufall. Meine Frau hat im Internet recherchiert und hat dann die Ladeneinrichtung gefunden, also den gesamten Verkaufsbereich. Und der hat eben eine besondere Bedeutung für uns, weil es ist ein alter Tabakladen. Der Inhaber hat uns die überlassen, weil er wusste, dass sie bei uns in guten Händen ist. Und darum haben wir den Shop gebaut. Und zwar dann relativ schnell. Klar, alle machen irgendwo diesen Retro-Kram und kaufen eine fertige Einrichtung, die ein bisschen nach Barber, was man halt so im Kopf hat. Und wir wollten es halt anders machen. Und deswegen ist auch unser unsere Bedienplätze oben mehr oder weniger modern gehalten, weil wir gesagt haben, Retro passt nicht, es muss schon authentisch sein. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, hier einfach ein außergewöhnliches Konzept und einen außergewöhnlichen Ort zu schaffen. Was geht ab, Leute? Wir waren zusammen bei Joe's Barber hier in Wolfsburg. Joe's Barber, ich muss euch eins sagen, ihr habt definitiv den Barber-Check bestanden. Also ich muss wirklich sagen, das Ambiente, was man da geboten bekommt, dass man wirklich so verschiedene Räume hat, wo man sich aufhalten kann, dass man da Getränke bekommt, dass man da seine Zigarre rauchen kann als Mann und dass man sich einfach wohlfühlen kann, ist wirklich, wirklich top gelungen. Das Team, was da zusammen miteinander arbeitet, ist wirklich top gelungen.
Und ich muss sagen, dass wenige Barbershops von sich behaupten können, dass ein Team so gut harmoniert wie das bei Joe's Barbershop. Die Auswahl ist wirklich top, dass man auch Klamotten kaufen kann, dass man auch Messer kaufen kann, dass man auch wirklich geile Bartpflegeprodukte kaufen kann. Das gibt es selten. Und das in so einer kleinen Arbeiterstadt wie Wolfsburg ist richtig krass. Also Joe's Barbershop, ihr habt wirklich den Siegel verdient, als Barbercheck bestanden. Alle Leute, die mein Video jetzt sehen, meine Produkte gibt es jetzt auch bei Joe's Barbershop. Und ja, macht euch einfach einen Termin und checkt es aus, das ist eine Wohlfühloase für Männer. Ich bin jetzt hier am Bahnhof, ich fahre jetzt wieder zurück nach Berlin, hier an einem schönen Gebäude. Und ja, auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann bewertet es halt nicht. Aber bis dahin, peace out, ich bin raus, euer Bartmann. Peace.